Herzlich willkommen bei Brandon Wundorfs Asthma Physik Astro TV. Im heutigen Video wollen wir uns mit einem weiteren Messier-Objekt beschäftigen. Das haben wir ja eine längere Zeit nicht mehr gemacht, aber heute ist es wieder mal soweit. Und zwar mit Messier 11, den Wildentenhaufen. Dieses Video wird in zwei Teilen gegliedert, also wir werden einmal die Einzelheiten besprechen. Und am zweiten Video, was ich dann später hochladen werde, geht es dann halt um die Sichtbarkeit und halt um die Beobachtung. Aber jetzt geht es nur um die Einzelheiten von diesen offenen Sternhaufen. Also, es befindet sich am Sternbild Schild. Das ist natürlich eine ganz wichtige Erkenntnis, weil man muss natürlich wissen, welchen Sternbild sich das Ganze sich befindet. So. Wie alt ist dieser offene Sternhaufen? Also 250 Millionen Jahre. Aber es könnte auch etwas älter sein, weil es dort auch rote Riesensterne gibt. Aber dann wiederum kann man auch sagen, dass ein Stern, was angenommen 5 Sonnenmassen hat, schon bereits nach 100 Millionen Jahren sein rotes Riesenstadium erreicht. Also bleiben aber 250 Millionen Jahre. Was kennzeichnet einen offenen Sternhaufen? Die Sterne entstehen natürlich alle gemeinsam, also ein Sternhaufen. Aber mit der Zeit trennen sich diese Sterne voneinander. Und das ist ein wichtiger Unterschied zu den Kugelsternhaufen. Also offener Sternhaufen löst sich sozusagen auf, nach spätestens 1 Milliarde Jahre sind die Sterne irgendwo ganz woanders. Und ein Kugelsternhaufen bleibt immer zusammen. Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen einem Kugelsternhaufen und einem offenen Sternhaufen. Aber hier haben wir es mit einem offenen Sternhaufen zu tun, der aber sehr kompakt ist. Also, Messier 11, der Wildentenhaufen, ähnelt sozusagen vom Aussehen her eher einen Kugelsternhaufen, weil es nämlich sehr dicht ist. Deswegen habe ich jetzt hier 3 Fotos. Einmal von Messier 11, das erste Bild, danach haben wir einen offenen Sternhaufen und als drittes haben wir den Kugelsternhaufen Messier 80. Man sieht schon, dass der Wildentenhaufen einen Kugelsternhaufen sehr ähnlich sieht, auch wenn das nicht so ist. Aber man muss sich das auch so vorstellen, wenn man sich jetzt auf einem Planeten um diesen offenen Sternhaufen nicht befinden würde, und in den Himmel schauen würde, also auf den Nachthimmel, würde man feststellen, dass man 2,4 Sterne pro Kubiklichtjahr haben. Natürlich, das kann man natürlich nicht berechnen, ist ja logisch. Aber man hätte da sehr viele Sterne am Nachthimmel. Aber rein physikalisch sind 2,4 Sterne pro Kubiklichtjahr. Muss man sich erstmal vorstellen, der nächste Stern von uns, also von unserer Erde, ist Proxima Centauri mit 4,2 Lichtjahre. Und da hätten wir 2,4 Sterne pro Kubiklichtjahr. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das für eine Sterndichte ist. Dieser offene Sternhaufen, der Wildentenhaufen, besteht aus mindestens 3000 Sternen, also schon recht viel. Und 500 von denen sind heller als 14 Magnituden. Der hellste von denen ist ein roter Riesenstern mit 8 Magnituden scheinbarer Helligkeit. Also das ist eigentlich schon, kann man das schon sehr gut mit dem Feldstecher beobachten. Aber zur Beobachtung mit diesem offenen Sternhaufen werden wir später kommen in einem anderen Video, weil wir jetzt da nur die Einzelheiten besprechen. Aber wir haben ja gesagt, 3000 Sterne. 500 von denen sind heller als 14 Magnituden und 30 von denen sind rote Riesen und der hellste von denen ist ebenfalls ein roter Riese. Eigentlich viel können wir es dazu auch nicht mehr sagen. Doch, vielleicht den Durchmesser. Dieser offene Sternhaufen hat eine Ausdehnung von etwas über 20 Lichtjahren. Ja. Aber jetzt können wir eigentlich nichts mehr viel dazu sagen, weil wir ja eigentlich alles dazu besprochen haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Was wir uns beim nächsten Video wieder sehen werden. Tschüss.